Moin Moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Jo, heute eine besondere Folge, und zwar die letzte in dieser Staffel, denn die Alpha 20 steht vor der Tür. Ich hatte da nächstes Wochenende mit gerechnet. Und ja, jetzt ist schon Sonntag, wo ich das hier aufnehme, und morgen Montag soll die Alpha 20 Experimental für uns alle verfügbar sein. Die Streamer haben es ja schon am Ja, gestern, glaube ich, bekommen oder Freitag. Da habt ihr vielleicht schon was gesehen. Ja, da gehöre ich ja nun leider nicht zu als kleiner YouTuber. Aber das macht auch nichts. Wie wir sehen, haben wir Tag 77, 19 Uhr. Das heißt kurz vorm Blutmond. Ich habe mir überlegt, ja, wann war die letzte Folge zu Ende? Ich glaube, Tag 76 gegen Mittag. Ja, wie beenden wir die Staffel? Doch mit einem vernünftigen Blutmond. Und da kündigt er sich auch schon an. Ich bin in die Base gefahren, habe noch ein bisschen Material geholt und werden wir auch gleich sehen, die Blutmond-Base, die wir hier vorne uns ja schon hergerichtet haben, noch ein bisschen weiter ausgebaut, habe die Zeit genutzt. Und ja, nun würde ich auch sagen, gehen wir da hin. Ich wollte hier nochmal eben gucken. Hier ist, glaube ich, alles soweit leer. Ne, ich habe hier die Munition da schon alles eingepackt. Da brauchen wir nicht bei. Da sind unsere ganzen Blutsachen, die wir alle jetzt zurücklassen müssen. Denn wenn die Experimental kommt, dann ist ja vorbei mit dem Spielstand. Ich hatte erst überlegt, ob man riskiert hier mit dem, also mit diesem Spielstand in der Alpha 20 Experimental weiterzumachen, soll aber nicht funktionieren. Also wird ausdrücklich gesagt, es ist nicht kompatibel. Jo, nützt ja nichts. Ja, da ist unsere Base. Ich habe sie ein bisschen, ja, ein bisschen was repariert. Da haben wir auch noch eine Streamerin, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Geht ja gar nicht. Haut die mir hier die Wand kaputt. Und wie wir sehen, die wird auch nicht lange halten, die Außenwand. Ist auch gar nicht geplant. Ja, was jetzt uns so in Alpha 20 erwartet, ich sage schon mal vorweg, geht bitte auf die Homepage von 7 Days to Die. Da habt ihr locker eine halbe Stunde zu lesen, was sich alles geändert hat und was alles Neues kommt. Und ja, ich werde so ein paar Sachen dem ansprechen, wie ich dazu komme heute Nacht. Wir gucken uns erstmal an, was ich hier gemacht habe. Ich habe den Eingang hier zugemacht und verstärkt. Die Tür ist ja stabil genug. Da kann ich auf jeden Fall noch drüber springen. Und dann habe ich hier noch oben ja, eine Balustrade rumgezogen. Ich habe das jetzt um die Ecken hier nicht ganz rumgezogen. Dafür habe ich vier Türen oben, sehen wir gleich. Ich hoffe mal, dass ich da nicht runterfall. Und dann habe ich noch, damit sie ein bisschen Spaß haben, hier noch ein paar Spieße hingesetzt. Das Fundament noch ein bisschen mehr Beton aufgewertet. Ja, das Ganze halt auch, wie man sieht. Ich habe jetzt nichts vorgespult oder so im God-Modus oder irgendwas, sondern das hat bis jetzt auch gedauert. Und ich denke mal, das wird aber eine Weile halten. Also die Außenwand wird nicht so lange halten. Und hier war es wichtig, da bis oben ins Beton zu machen, weil sie hier garantiert schnell auf die Balustrade springen werden. Und ja, denke mal, das sollte reichen. Ich wollte erst noch die Löcher zumachen, dass sie sich hier nicht alle verhaspeln. Aber sollen sie ruhig. Überall ist hier was kaputt. Frechheit. Jo, gut. Dann habe ich mir hier, das müssen wir gleich natürlich wegnehmen, was über die Spitzen gebaut. So, und hier habe ich dann aufgerüstet noch mit Eisenstangen, was noch fehlte. Innen drin auch noch ein bisschen mit Beton rumgespielt. Und dann hier so ein paar Ausgänge gebastelt, damit wir draußen, ja, erstmal noch ein bisschen tätig sein können, bevor die so drinnen sind. Weiß nicht, wie lange das dauern wird. So, hier oben habe ich jetzt keinen Beton gesetzt. Das wird wohl ausreichend sein. Denke ich mal. Und hier kann ich notfalls auch noch nach innen gehen. Man könnte vielleicht das hier noch im Weghauen, ne, bevor sie hier immer hochspringen. Ich glaube, das machen wir auch noch eben. Moment, da brauche ich aber die Spitzhacke. Die habe ich schon weggepackt. So. Moment, da können wir. Kann man die Spitzhacke mal kurz einpacken. Hopp.
Oh, das ist ja Holz. Wieso ist das jetzt Eisen? Frechheit. Stein. Vielleicht ist da ja auch noch was drunter, aber weiß es ja nicht. Oh Gott, 2,5. Naja. Ja, wo wir gerade noch so ein bisschen Ruhe haben. Ich werde also Montag darauf warten, dass ich die Alpha 20 Experimental runterladen kann. Das kann natürlich recht spät werden. Und da muss ich gucken, dass ich da noch Zeit habe, eine Aufnahme zu machen und die zu rendern und so weiter. Ich hoffe also, dass dann... wieso bin ich jetzt aus der Puste? Dass ich rechtzeitig zum normalen Termin, mittwochs kommt ja immer eine Folge, dass die Mittwochfolge dann schon die Alpha 20 ist. Seht es mir nach, wenn das dann doch vielleicht Donnerstag wird oder so. Kann immer was dazwischen kommen, und wenn das jetzt Montag recht spät ist, erst abends, dass die Alpha 20 kommt, dann wird es ein bisschen eng. Zumal ich dann ja auch noch gucken muss, wie das mit den Einstellungen hinhaut. Dennis hat sich eine Menge getan an der Grafik auch. Irgendwie die Meshes und so weiter sind alles ist irgendwie upgraded und verbessert worden und HD und so weiter. Und das könnte natürlich auch Probleme mit der Aufnahme machen. Dass das nachher in YouTube doch nicht so aussieht, wie ich das gerne hätte. Muss ich eben gucken. Dann sind jetzt Sachen, die euch nicht so interessieren. Auf jeden Fall muss ich so ein bisschen gucken, dass das mit den Einstellungen dann auch bei der Aufnahme irgendwie hinhaut. Das kann dann also gut sein, dass ich ein, zwei Fehlversuche habe und dann wiederholen muss und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Mittwoch wird wohl klappen, wenn es dann Donnerstag wird oder sogar Freitag. Wisst ihr warum. Ich denke mal, hier sind wir soweit klar. Die Kiste lassen wir mal stehen. Machen wir gespannt, wie lange das dauert, dass sie hier drin sind. Was machen wir hier? Da ist ja noch was drin. Ja, super. Reinzulegen. Weg damit. So. So. Gut, da haben wir noch ein bisschen Beton. Wir haben hier was zum Essen. Das benutzen wir nochmal eben. Und trinken wir auch noch was. So. Guck, hier haben wir noch ein bisschen Reparaturmaterial und noch ein bisschen Munition. Gucken, ob wir das brauchen werden. Und hier haben wir jetzt, ich hoffe, noch mal ausreichend Munition. Reparatur für die Waffen. Reparatur für den Zombie-Killer. Und da, falls ich doch irgendwie noch schnell was bauen muss, Moped zum Abhauen. Reparaturmaterial hier für die Eisenstangen und für die Wände. Waffen, Mullis, alles am Mann. Das packe ich mal da rein, weil wenn ich jetzt runterfallen sollte, wir haben es ja hier. Ich hoffe auch mal, dass die Leiter nicht zu sehr... Falls ich mal hier runterfallen sollte, muss ich mir ja schnell hier wieder was hinsetzen, damit ich da wieder hochkomme. Es sei denn, die haben die Stangen dann sowieso weggezwirbelt mittlerweile. Ich wusste es. Aua. So, das sollte eigentlich passen. Ich werde mal eben schnell die Klappe zumachen. Also ich hätte hier noch was drum zusetzen können, aber dann wäre hier so eine Lücke entstanden. Ich glaube, das kann man auf der anderen Seite sehen, so ein bisschen. Das macht zwar nicht unbedingt was hier, da diese hier, man kann da trotzdem drüber laufen. Aber habe ich dann auch keine Lust zu. So, ich weiß auch nicht, Stangen hatte ich glaube ich noch genug, aber... Das muss reichen. Jo, knappe Spielhalbe Stunde noch. Dann geht's los. Bin ja mal gespannt.
Also die Auswahl wird nicht, die Auswahl wird nicht lange halten. Dann werden sich hier so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen und dann fürchte ich mal, dass sie dann hier auch von der Balustrade aus sich da durchbohren werden. Und dann haben wir sie hier drin. Aber da habe ich ja schon mein Molly-Türchen. Und dann werden wir hier drin weitermachen. Wir haben ordentlich Fackeln gesetzt. Ich habe die Brightness hochgesetzt. Das dürfte also alles mehr als hell genug sein hier, damit die olle Funzel aus kann. Und jo. Gut, ja, Alpha 20. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, es ist sehr viel, was neu gekommen ist. Die Zombies sind alle überarbeitet. Ne? Wir haben ja jetzt auch schon überarbeitete, aber ein paar alte noch, so wie gerade die Screamerin, die ist neu überarbeitet. Es ist noch ein oder zwei neue Zombies dazugekommen. Irgendwie auch so Spucker oder sowas. Konnte es jetzt nicht alles durchlesen. Jede Menge neue Blöcke, jede Menge, ich glaube 110 oder was, neue Gebäude, alte Gebäude abgedatet, aufgerüstet, die Straßen, die Biome, die Pflanzen, alles ist irgendwie. Sie sagen selber, dass das der größte, ja, extra Content oder Content-Ergänzung ist, die sie jemals gemacht haben. Genau. Und wir haben unsere Drohne bekommen wir, die über uns schwebt und die dann zusätzliche Sachen tragen kann und uns heilen kann und uns auch ein bisschen helfen kann bei der Verteidigung. Das werden wir dann sehen. Mods für die Autos, für die Fahrzeuge, dass wir also größeren Tank haben, dass sie schneller werden. Zweiten Sitz für das Minibike. Vier Sitze für den Jeep. Durch Mods alles erreichbar. Dann haben wir die Pipe Weapons, also einfache Waffen, die ohne Bauplan hergestellt werden können am Anfang, weil man findet ja doch immer gerne Munition, kann da nichts mit anfangen. Und jetzt können wir uns also, ja, ich sag mal so ein Vorderladerprinzip, Waffen selber basteln aus einfachen Materialien. Das wird ganz interessant. Die Zombies sollen wesentlich, ja, schlauer sein, sage ich jetzt mal, oder sensibler sein, dass sie uns eher finden und auf uns aufmerksam werden, selbst wenn wir im Stealth-Modus sind. Und naja, schauen wir mal. Okay, jetzt geht's los. Ich habe hier alles hoffentlich am Mann, denke ich mal. Ne? Gut. Jo, bin mal gespannt, wo sie jetzt herkommen. Von der Seite scheinbar nicht. Da kommen sie an. Guck. Ah, die werden natürlich gerne gleich vor der Wand explodieren. Und dann ist die Wand schon. Ja, guck, da sind sie hochgesprungen. Ja, guck, da sind sie schon durch. Da kommen die rüber. Ach, da liegt vielleicht irgendwas, was ich übersehen habe. Oh, da geht's schon fast. Ne? Was? Mal los. Geier oder Polizist? Ist das ein Geier? Was hat er da gespuckt? Ah, da ist auch schon ein Loch drin. Hier. Na bescheuert, da hauen sie alle an der Wand rum. Hier, da ist schon. Verballern hier. Was ist denn das hier? Der da. Da ist er explodiert. Ui, der wäre fast hier hochgekommen. Lümmel. Erstmal lieber hier in die Tür.
Demolisher, na herzlichen Glückwunsch. Na, das darf ja werden. Der kann das Problem bereiten. Wo ist er hin? Ja, solange er da irgendwie draußen rumtouren, macht das glaube ich nichts. Komm nur rein hier. Ich hätte natürlich im Innenraum auch noch Spieße aufstellen können, denke ich gerade. Oh, 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 oh. Demolition darf man nicht vorne an der seinem Sprengsatz treffen, da wo das grün leuchtet. Ne, für die, die es nicht kennen. Am besten im Kopf natürlich. Oder im Rücken. Oh oh oh. Ich habe ihn, ne? Oder? Ne. Ist er jetzt wieder rot? Ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Ja, er ist weg, Gott sei Dank. Meine Güte! Ich denke mal, das wäre ein hartes Stück Arbeit. Eigentlich wollte ich ein bisschen was erzählen noch. Aber das werden wir natürlich dann machen, wenn die Alpha 20 raus ist. Dann gucken wir ja sowieso ständig. Ist ja noch einer. Mit dem Relish habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber dann schön, dann haben wir die in dieser Stadt verwesen auch nochmal gehabt. Du blöde Hund, du. Haben die sich auch ziemlich schnell durchgezwirbelt hier durch die Eisenstangen. Durch die Eisenspieße. Da kommen sie wieder. Und da ist es noch wieder einer. Wieder ein Demolisher, habe ich doch gerade gehört, das komische Geräusch. Sind sie eigentlich schon hier drin? Nö. Noch. Oh, oh, oh. Da ist er. Sind's noch? Sind sie draußen? Der hält ja mal da aus, ne? Du Lümmel. Bisschen ne? Reparieren tun, obwohl das ist noch harmlos.
Aber es dann bauen im Stress hier. Muss ich auch nicht haben. So. Habt euch so gedacht, ne? Verdammt, Wande. Hä? Was haut ihr jetzt auf der Wand rum da? Nun seid ihr ehrlich, dass die noch nicht durch sind. Man könnte jetzt dann noch innen gehen und dann die Wände verstärken, aber. Ja, man hört es aber unten schon. Ja, da haben sie schon ein Loch drin da unten. So ein bisschen blöde, dass man die im, ja, Eifer des Gefechts die Polizisten gleich mal mit den Demolishern verwechselt, weil die auch so dunkel und voluminös sind, obwohl an den grünen. Ah, hier ist er kaputt. An den grünen Dings sieht man das ja eigentlich. So, laufen kann er jetzt nicht mehr. Was machst du hier oben denn? Ist ja wohl nicht. Oh, man gerade Mitternacht vorbei, das mag ja noch werden. Eine ganze schöne Loot, die ich hier nicht mehr brauchen können. Wieso ist der hier oben? Ja, weil die wieder aufeinander rumstapeln. Kommt ihr nur rein, ihr werdet schon merken, was ihr davon habt. Polizistenwelle vorbei. Das ist doch mal ein schöner Abschluss für die Staffel, oder? War am Überlegen, ob ich erst die Pyramide zu Ende baue. Aber da fehlt ja nur die Spitze, das könnt ihr euch ja denken, wie das aussieht. Dachte ich mir, so ein Blutmondnacht noch. Auch zum Test von dieser Base hier. Wenn wir jetzt die. Also ich habe währenddessen ich hier am Bauen war, überlegt, das ist eigentlich eine gute, ja, Sache zum Ausbauen hier. Ne, die Wände dann mit Beton verstärken und die Eisenspitzen außenrum setzen. Hier oben das gute Zeug lagern. Und ne, das ist ja auch schnell gebaut hier, was ich hier jetzt habe. Lass mal ein bisschen was reparieren hier. Vorher hat alles auf einmal versagt. Probieren wir doch mal ein Molly aus. Aber sie kommen nicht, ne? Sie kommen nicht hier in die Mitte rein. Bande. Machen wir erstmal so weiter.
Halten Sie auch alle schön hier draußen auf. Aber hätte ich die Wände jetzt nicht mit Beton verstellt hier unten, dann wären sie schon lange drin gewesen. Und Level Up, kann ich auch nichts mehr mit anfangen. Was war das? Ach, da haben sie einen Baum gefällt. Machen sie ja gerne mal. Was macht der denn da? Ja, ich denke mal, das Spiel versucht jetzt, weil sie mich hier sowieso nicht kriegen, ja, das Gebäude zum Einsturz zu bringen. Das wird aber nicht klappen. Und das ist eine Sache, die in der Alpha 20, wenn ich das richtig gelesen habe, mir sehr gut gefällt. Und zwar beim Setzen von Blocken sollen die, das soll sowieso der ganze Baushapes, sind ja auch noch viele dazugekommen. Und auch das Setzen der Blöcke, da soll alles verbessert worden sein. Da ist alles verbessert worden. Und dabei ist neu, wenn man einen Block setzt und er gelb ist, dann ist er stabil. Und wenn das dunkelgelb wird, das Gelb immer dunkler wird oder es dann rot wird oder was, dann ist das eine instabile Geschichte. Also noch so ein Hinweis, dass man also nicht erst merkt, wenn alles zusammenfällt, dass man Fehler gemacht hat, sondern man wird darauf hingewiesen, der Block ist nicht stabil, den du jetzt setzt. Ja, also Stabilität des Konstrukts gefährdet. So verstehe ich das. Und das finde ich sehr gut. Aber wie schnell sieht man mal was? Und dann hat man stundenlang gebaut und durch einen blöden Fehler bricht ja alles zusammen. Mal hier in YouTube kann das ja ganz lustig sein. Aber nicht wirklich. Demolisher und Polizisten gleich am Anfang und jetzt hier Ruhe im Karton. Kommt wieder kaputt. Ich wollte gerade zerlegen drücken. Du brauchst hier drin gar nicht groß dich frei machen. Lass meine Wanne in Ruhe, die ist gerade frisch zementiert. So nicht. Ich brauche hier hinten überhaupt nicht weg. Die ganze Balustraderei rund ums Gebäude, die wir schon machen können. Aber man weiß noch nicht, von welcher Seite sie kommen. Eigentlich müsste das auch wechseln, aber ich glaube, die kommen mal von da oder so. Und da ich ja hier stehe, werden sie sich natürlich, und hier die Mauern offen sind, kommen sie dann zusätzlich natürlich den direkten Weg. Ist klar.
So, 2:04 Uhr. Hier ist auch weit und breit nichts. Da haben sie auch rumgezimmert. Da sind auch welche Zugänge. Kommt aber auch, weil ich hier jetzt hinlaufe. Dann laufen sie auch außen an der Mauer lang. Und hier, oh, hier ist auch einiges. Ja, sie versuchen ja immer den kürzesten Weg zu finden. Kürzen und direkten und einfachsten Weg zu finden. Logischerweise. Irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen. Ja, man könnte jetzt hier noch so ein bisschen den Waghalsigen spielen und draußen rumlaufen, aber nee. Wir wissen ja, wie das ausgeht. Oh, oh. Eigentlich müsste das Spiel zum Schluss noch mal so richtig... Ja, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch mit den Polizisten. Das muss ich gleich noch mal gucken, warum die da alle die Mauer hochkommen. Da wollen wir gerade... Los rülpsen, hat irgendwie geklappt. So, hier sind wir bald mit durch mit der Munition. Dann nehmen wir doch den Spaß mal wieder. Was hier eigentlich los? Nix. Hallo, Dicky, was machst du hier? Hast du so gedacht? Ja, das kommt alle von da. Gar nicht jetzt auf die Idee kommen, hier rumspucken zu wollen. Ah, die Wand hier, wa? Überall. Oh, was war das? Achso, da war so ein Gitter. Spieß. Und Zombie-Spieß. Die guten aus Metall. Der Hunde brauchst du mir jetzt auch nicht mehr schicken. Hat explodiert. Aber weit weg. Das stört uns nicht. Eigentlich, aber na. Eigentlich wäre es auch schlau, wenn die Demolisher schicken würden. Die sich vor die Wand stellen und die sprengen. Und nicht versuchen, zu mir zu kommen, sondern einfach versuchen, den Weg frei zu sprengen. Aber das wäre richtig fies.
Also sie sollen ja explodieren, oder, aber möglichst in meiner Nähe. Und wir haben ja gesehen, die versuchen erst zu mir zu kommen. Wenn sie aber... Oh, da ist noch einer. Wie ich nichts gesagt. Wenn sie aber einfach... also sich vor der Wand platzieren und feststellen, oh, da komme ich nicht durch, also explodiere ich hier. Dann will ich nicht anderen durchkommen. Weiß nicht, ist das im Spiel? Nee, ich glaube nicht. Ne? Auch nicht, wenn man auf höhere Schwierigkeiten stellt. Oh, halbes Stündchen noch, dann ist halt ihr Geschichte hier. Nicht zu fassen. Wer war das? Du warst das. Lass doch die Wand in Ruhe, Mädel. Noch ein Demolisher. Ich würde ihn ja gerne mal reinlassen, explodieren, aber nee. Also wenn der hier noch explodieren würde, dann wird wahrscheinlich hier sogar die Steine kaputt gehen. Also Hunde sind einfach nur nervig, ne? Also finde ich jetzt, wenn man, die sind keine große Bedrohung mehr in dem Game Stage. Da kommen sie auch an. Nee. Freundlichen Gruß von Güli. Spinn's wohl. Von allen Seiten hier, ne? Cool. Mag das. Na du? Da ist schon richtig was los. Wir haben es überstanden. Weitestgehend. Sind eigentlich noch welche in der Hütte? Ist ja wohl nicht wahr. Einer turnt hier noch rum. Na? Juhu. Wir haben es geschafft. Aber guckt euch das an. Ja, wie gesagt, ist keine stabile Mauer. Ich hatte hier die Ecken verstärkt. Ne? Das hat, und, aber das hier war einfaches. Ich weiß doch nicht, was das für eine... 1200er, okay. Und das noch am Beton verstärkt, dann hätte das wesentlich länger gehalten.
Aber schon einiges hier. Ey, die ganzen Spieße auch alle weg hier. Aber okay, hier hinten haben wir die heiße Zeit ja auch randaliert. Oh ja, guck, da haben sie ordentlich. Komme ich natürlich nicht mehr hoch. So. Na? Keine Angst, ich repariere jetzt nichts oder so. Ich packe mal eben alles weg hier. Ja, achso. Die wollte ich reparieren. Noch eben. So. Könnt ihr noch eben gucken, was wir da für ein Loot haben. Auch schon mal mehr. Ja, wie war das noch? Der Loot ist auch natürlich in schwierigen Biomen. Es ist ja so, dass die Wüste und so weiter, dass das ein Wüste und Wasteland, dass das natürlich schwierigere Gebiete sind, ne? Hitze, Durst und so weiter. Und da ist der Loot dann natürlich auch besser. Ja, also wer sich in Gefahr begibt, bekommt natürlich eine Belohnung. Ja, hier ist nichts mehr. Oh Gott, das war ja noch was. Also da ist ja einiges balanciert und gemacht und getan. Und wir werden das alles sehen. Und man könnte natürlich jetzt eine Folge machen und alles zeigen, was es Schönes Neues gibt. Oder ebenso wie ich das im Laufe des Spiels kennenlernen. Und so werden wir es auch machen. Was haben wir hier Schönes? Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Die Geschichte ist jetzt eigentlich auch erledigt. Mal gucken, da haben wir noch ein bisschen Waffen gefunden. Alles Töfte. Wir trinken zur Feier des Abends, wollte ich schon sagen. Noch ein Bierchen. Ein kleiner Rausch, du hast Lust zu raufen. Ja, das haben wir gerade hinter uns. Ja, okay, ich denke, das war doch nochmal ein schöner Abschluss. Und das Glas aus der Hand, wie sieht denn das aus? Ach, wir kommen her, wir können noch ein zweites Bierchen trinken. So. Ja, wie gesagt, hat sich eine Menge oder es wird sich eine Menge tun in der Alpha 20 und wir werden das alles kennenlernen. Ich weiß noch nicht, wir werden auf jeden Fall die Experimental, hoffentlich ab Mittwoch ja die erste Folge in Nevis gehen starten, also in der Standard-Map. Auch, wenn das da ganz erzählen, sehr viel Änderungen sollen hier bei der Random-Map-Erstellung ja passiert sein. Lest es euch bitte durch, es ist sehr viel, was sich da getan hat. Wir gucken uns die Experimental erstmal mit Nevis gehen an. Da hat sich soll ja auch ein bisschen verbessert worden sein. Und irgendwie auch neue Örtlichkeiten und so weiter. Gucken wir mal, je nachdem, wie uns das gefällt, machen wir dann mit Nevis gehen weiter oder eben mit der neuen Random Map. Muss ich mal gucken. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wir warten erstmal ab, was Montag mit der Alpha 20 Experimental passiert. Ich hoffe, ich kriege eine vernünftige Aufnahme hin. Wenn da die Qualität nicht so hinhaut, sage ich vorweg schon mal, das muss ich, dafür ist der Experimental ja auch da, das muss ich dann so ein bisschen finden. Aber ich denke mal, das wird schon gut gehen. Ich bedanke mich für, ja, 203. Folge ist das jetzt, für 203 Folgen Alpha 19 Staffel. Vielen fürs Zuschauen, dass ihr so lange durchgehalten habt, der ein oder andere. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Tschüss, Alpha 19.
Wir sehen uns in Alpha 20. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.